Kurimurut, Mandalore. Es war Speichel, Strillspeichel, eine Pfütze davon auf den Steinplatten des Durchgangs vor dem Hauptwohnraum, dem Kajai. Ordo bemerkte sie einen Sekundenbruchteil zu spät, als er im Gehen von seinem Datapad aufblickte. Er rutschte aus. Valon V war zurück und somit auch sein Strillmörd. Ordo konnte überall seinen beißenden Dunst riechen. Oh, Schab! Er ging zurück in die Küche, um einen Wischlappen zu holen, und fluchte vor sich hin. Oh, ekelhafter Shabuia! Das meinst du nicht so, Ortika, sagte V. Er stand an der Küchenarmatur und füllte einen Eimer. In Wirklichkeit bist du froh, dass Mör zurück ist. Ich mache den Dreck weg. Der sabbernde Übeltäter saß neben Nie, hatte den Kopf in ihren Schoß gelegt und brummte glücklich. Nie verwöhnte ihn mit einer Handvoll Keksen und schien den Lärm des Schlabberns, den ein glückliches Tröll veranstalten konnte, nicht wahrzunehmen. Ich habe dir einen Band der Knochen besorgt, Merdika. Nie beugte sich vor, um ihm ins Ohr zu flüstern. Ordo bewunderte ihre Fähigkeit, so nah bei dem Tier einatmen zu können. Aber die bösen Leute haben ihn weggenommen. Ja, haben sie. Haben deinen Knochen genommen. Ihr Ack hat ihn gefressen. Böses Ack. Ich besorg dir einen neuen Knochen, ja? Schöner, großer Knochen. Mert knurrte zustimmend. Ordo vergaß nichts. Er erinnerte sich an jede Einzelheit aus den Zeiten, in denen das Tür ihn als Kind in die Poker City terrorisiert hatte. Er war dicht daran gewesen, es zu erschießen. Kalboir ebenfalls. Doch nun war Mert ebenso ein Verbündeter wie alle anderen auf Kurimurut und selbst Girata bewunderte seine Intelligenz und Hingabe. Nie schien ebenso sehr einen Narren an ihm gefressen zu haben wie V. Es stank aber trotzdem. Nichts würde je daran etwas ändern. »Die Sturmis sind böse Leute, nicht wahr, Nie?« fragte V, während er einen Putzlappen durchnässte und ausfrang. »Wie böse?« »Wenn sie die Jedi entdeckt hätten, hätte ich es auf die harte Tour erfahren,« erwiderte sie. »Kann Mert Welpen haben?« »Ja, Mert kann gebären und zeugen.« V machte sich mit dem Lappen zum Durchgang auf. »Aber frag mich nicht, wie hermaphroditische Fortpflanzung in der Praxis funktioniert. Ich weiß nur, falls das Mörd Astyl seiner Träume trifft, werden sie als Paar mit einem Wurf kleiner Astyls dasitzen.« »Und ich wette, sie wären bezaubernd,« schwärmte Nie, während sie die weiche Haut an Mörds Wangen durchkraute. »Kleine Kugeln aus faltigem, goldenem Flaum, genau wie du, Mördika.« Mert gähnte und stellte dabei einen furchterregenden Schlund voller Zähne zur Schau. Strills waren wahrscheinlich die am wenigsten bezaubernden Tiere auf Mandalore und Ordo konnte nur schwer nachvollziehen, was Nie an ihm so reizend fand. Mert hatte 6 Beine, besaß tödliche Klauen und einen dicken Klotzkopf mit gewaltigen Kiefern, die einen Schädelknochen durchbeißen konnten, und faltige Haut, die aussah, als wäre sie ein paar Nummern zu groß für seinen Körper. Es konnte auch fliegen, vorausgesetzt es fand einen erhöhten Punkt, von dem aus es lossegeln konnte. Das Tier war bewundernswert und loyal, aber Schönheit und Duft gehörten nicht zu seinen Qualitäten. Männliche Menschen fanden seinen Geruch abstoßend, Ordo auf jeden Fall. Weibliche Menschen und andere Spezies schienen ihn nicht zu bemerken, was eine Erklärung dafür sein mochte, dass ein so auffällig riechendes Tier ein so erfolgreicher Jäger sein konnte. »Habt ihr Jungs eine Krisensitzung?« fragte Nie, ohne die Hände von Mert zu lassen. »Kann ich irgendetwas für euch tun?« »Nur eine Routinebesprechung,« antwortete Ordo. »Einer von Merels Geschäftskontakten hat da und Nina aufgespürt, also haben wir zu tun.« »Ist Nina okay? Was ist mit dem armen Damen? Wie geht's ihm?« »Wieder bei der Arbeit. Alle beide. Darüber hinaus müssen wir erst alles herausfinden.« »Wenigstens kann Kerl sich jetzt entspannen.« »Nicht, bis wir sie nach Hause holen.« »Aber das sollte euch leicht fallen, oder nicht? Ihr seid die Extraktions- und Rückholexperten. Keine verschlossenen Türen für euch und der ganze Kram.« »Theoretisch ja.« »Du bist ein sehr vorsichtiger Bursche, Ordo.« »Das liegt daran, dass ich jeden Tag sehe, wie sich Pläne in Ossig auflösen.« Ordo wollte Nie unbedingt eine viel persönlichere Frage stellen, aber Bessany hatte ihm verboten, sie über ihre Meinung Kalboir betreffend auszuhorchen. Die beiden zu verkuppeln war zu früh, hatte Bessany gewarnt, und es bestand die Möglichkeit, dass sie Nie damit verjagen würden.
Ordo sah nicht ein, weshalb alle das Thema mieden. Aden war zu dem Schluss gekommen, dass die beiden gut zusammenpassten. Der Rest der Brüder stimmte zu und Kalbuir brauchte eine Ehefrau. Wenn er sich nicht stark machte, würde sie vielleicht bei V weich werden. Ordo hatte V nie als jemanden erlebt, der auch nur das geringste Interesse an anderen Lebewesen zeigte. Aber er hatte genügend Holowitz gesehen, um zu wissen, dass Romanzen aus den unwahrscheinlichsten Gemeinsamkeiten entsprangen. Und Mörd lief Gefahr, genau so eine zu werden. Hast du was auf dem Herzen, Ordo? Fragte Nee. Du wirkst so... Ein Jaulen von Mörd schnitt ihr das Wort ab. Das Trill warf seinen Kopf hoch und trottete mit peitschendem Schwanz zur Küchentür. Ordo hörte Schritte, leichtes Schuhwerk, keine mandalorianischen Kitare, und Scout erschien auf der Türschwelle. Nachdem das Trill ein paar Mal an der Robe des Mädchens geschnüffelt hatte, schlich es zu Nee zurück, als wäre es enttäuscht. Was ist das? Scout schob sich in die Küche und starrte Mörd aus behutsamer Entfernung an. Ist das das Trill? Lord Mordalan, sagte Nee. Mörd, darf ich vorstellen? Scout. Oh, wow. Geht schon in Ordnung. Man kann ihn anfassen. Sie. Es. Wie auch immer. Tut mir leid, Mörd. Es kommt mir einfach unanständig vor, dich Es zu nennen, wo du doch ein so süßes Kerlchen bist. Mörd sonnte sich in der Aufmerksamkeit. Scout schien nicht überzeugt davon, dass das Trill harmlos sei. Ein weises Mädchen, denn Mörd war es nicht. Aber sie ging trotzdem in die Hocke und tätschelte es. Mörd rieb seinen Kopf an ihrem Gesicht und war kurz davor, sie abzuschlecken. Ordo hatte das Gefühl, es würde erkunden, wer diese Fremde war, die Kalbuir so aufgebracht hatte. Es ist sehr freundlich. Scout rieb Mörds Ohren und erhielt dafür ein entzückendes Schnurren. Kinaha wird fasziniert sein. Es, sagte Ordo. Und es wäre vielleicht eine gute Idee, es von ihr fernzuhalten. Mörd mag keine Kaminoaner. Tja, sieht so aus, als hätte V das Baby mir überlassen. Nee, winkte Ordo fort. Los, mach schon. Geht zu dem Treffen von eurem Jungensclub. Ordo fragte sich, ob das Bild spürte, dass Scout eine Jedi war und dachte, Ethan sei heimgekommen. Es war schwer nachzuvollziehen, was im Kopf eines Tills vorging. Aber Mörd war intelligent genug, um zu wissen, dass Ethan tot war, denn es hatte ihren Leichnam gesehen. Vielleicht dachte es, sie jetzt zu sehen wie ein trauernder Mensch, obwohl es wusste, dass das völlig unmöglich war. Ob Damen das jetzt auch durchmacht, sieht er Ethan in einer Menschenmenge, ob er für einen Augenblick vergisst, dann etwas sieht, das ihn zum Lachen bringen würde und sich wieder daran erinnert, dass sie tot ist. Wie schafft er es weiterzumachen? Wie schafft das irgendjemand? Ordo bekam den Gedanken an Verlust nicht mehr aus dem Kopf, seit er von Coruscant geflohen war. Er hatte niemals Brüder im Gefecht verloren, nicht wie andere Klone, und er ertappte sich bei dem Versuch, sich vorzustellen, wie das Leben aussähe, wenn er diejenigen verlor, die er liebte. Die Vorstellung eines Lebens ohne Kalbuir oder seine Brüder war beinahe zu überwältigend, um daran zu denken. Außerdem hatte er jetzt auch eine Frau, eine weitere Person, die Sorgen und Ängste bereitete. Je mehr man liebte, desto mehr Schmerz lag auf der Lauer. V schien es richtig anzugehen. Wenn man niemanden liebt, konnte man keinen Verlust erleiden oder verletzt werden. Das Leben war ein Kompromiss zwischen Einsamkeit und unvermeidbaren Höhepunkten von Freude und Qual. Ordo ging in den Hauptraum, der den Mittelpunkt des Kyrimurut-Komplexes bildete, ein Wohnbereich, in dem der Clan Aas debattierte und sich unterhielt. Der übliche Kriegsrat hatte sich versammelt. Skirata, V, Gilamar, Ordos Brüder und Yusik. Fai, Kor und Etin hatten offensichtlich Besseres zu tun. Wahrscheinlich waren sie mit Levitt unterwegs, der sich selbst mit Hilfe eines Leer-Holobuches und ein paar sehr verwirrten Nunas die Farmarbeit beibrachte. Ordika, nimm Platz, mein Sohn. Skirata schlürfte an einem dampfenden Becher Schick. Der Tee roch nach Behort-Kräutern. Kalbuir bedurfte also Trostes. Wir haben viel nachzuholen. Skirata war kein Mann, der Formalität mochte, aber Ordo konnte sehen, weshalb Nee der Meinung war, er hätte zu einem gewissen Maß von Organisation gefunden. Sie hatte nicht in Kasernen gelebt. Sie kannte das Programm nicht. Selbst Mandalorianer brauchten etwas Struktur in ihrem Leben, ganz gleich wie anarchisch sie auf Aruetis wirkten. Der Tag hatte mit einem Dienkartei zu beginnen, einer Einschätzung, was vor sich ging und was jeder als nächstes zu tun hatte. Und manchmal war das einfach nur eine Plauderei beim Frühstück.
Manchmal, so wie eben, war es sehr viel ernster. Eine operative Planungssitzung. Gilamar saß auf einem Wäschockstuhl und wärmte seine Hände an einem Holzfeuer, das in der Mitte des Raumes brannte. Wer möchte anfangen? Valon, ich nehme an, du hattest kein Glück bei der Suche nach Hinweisen auf Seth. Valon schüttelte nicht einmal den Kopf. Es war schwer, Einblick in diesen Mann zu bekommen, und hätte es Ordo nicht besser gewusst, hätte er vielleicht geglaubt, V wäre das vermisste Mitglied von Delta Squad so gut wie egal. Nichts, sagte er. Im Augenblick ist es so gut wie unmöglich, irgendetwas auf Kashyyyk zu tun. Seit unser heißgeliebter Imperator die Wookiee-Clans zerschlagen und die Sklavenhändler reingelassen hat. Enaka ist immer noch auf Togoria und organisiert eine Widerstandsbewegung. Aber sie hat die Suche nach Seth zu ihrer persönlichen Mission gemacht. Und ich fühle mich ein wenig... V driftete ab. Sollen wir weitermachen? Das wird schwierig, wenn wir währenddessen ausarbeiten wollen, wie wir da und einer zurückholen sollen, Valon. Seth ignorieren geht nicht. Aber wir wissen, wo sie sind. Vs Stimme klang sehr endgültig. Eins nach dem anderen. In Ordnung. Es entstand eine lange, schweigsame Pause. Gilamar hörte sich nicht überzeugt an. Also Utan hat mit der Analyse der Proben von der Kamini angefangen. Ich denke, wir sollten sie ein Antigen zu dem FG-36-Virus entwickeln lassen, falls sie das nicht schon ausgetüftelt hat, was wahrscheinlich der Fall ist. Es ist zu gefährlich. Palpatine hat es, auch wenn er nicht weiß, was es anrichtet, wenn es sich verteilt. Und du vertraust ihr? Fragte V. Soweit, wie ich jedem vertraue, der nicht zu uns gehört und der sich seinen Lebensunterhalt damit verdient, Massenvernichtungswaffen zu erschaffen. Vertraust du darauf, dass sie hervorbringt, was sie hervorzubringen behauptet und uns nicht alle vergiftet? Ich weiß es nicht, erwiderte Gilamar. Aber ich glaube, sie weiß es auch nicht. Ich würde ihr gerne einen weiteren Grund geben, für uns zu arbeiten, als nur die Angst davor, dass wir sie erschießen, wenn sie es nicht tut. Ich glaube nicht, dass wir sie nur mit unserem rauen Mando-Charme für uns gewinnen können, meinte Skirata. Oder mit der Gerechtigkeit unserer Sache. Oder gar Credits. Das wird eine Psy-Op. Nun, ich werde sie wegen eines Gegenmittels bearbeiten. Sie kann das ursprüngliche Virus jederzeit neu erschaffen. Sie hat ihre gesamten Forschungsergebnisse bei sich. Wir sollten die Kontrolle darüber haben, nur für den Fall. Skirata nickte, immer noch kleinlaut. So verhielt er sich seit ein paar Tagen, seitdem er Scout erblickt hatte. Jane, Finanzbericht. Wenigstens Jane sah fröhlich aus. Er strahlte Zufriedenheit aus. Selbst beim niedrigsten Zinssatz der Galaxis machen wir 15 Milliarden Credits im Jahr, verkündete er. Das sind ungefähr 200 Millionen die Woche, selbst ohne Zinseszins. Die Woche. Kein schlechter Ertrag für einen lausigen Credit, der von jedem Bankkonto im System abgeschöpft wurde. Es waren undenkbare Zahlen, so weit über dem Maß persönlicher Bedürfnisse und der Vorstellungskraft von irgendjemandem der Anwesenden, dass sie beinahe bedeutungslos waren. Ordo konnte nur an Dinge denken, die es mit Credit nicht zu kaufen gab. Yusik hingegen war der geborene Optimist. Er applaudierte. Oh ja, damit können wir eine Menge anstellen. Ich wette, nicht mal Valon kann sich so viel Vahadars vorstellen. Und er ist stinkreich geboren worden. Skirata leerte seinen Becher. Aber wird das nicht früher oder später auffallen? Jing zwinkerte ihm zu. Nicht, wenn alles auf tausende separate Konten verteilt und in Firmen in der Galaxis investiert ist. Nein. Mein schlauer Junge. Mein sehr schlauer Junge. Niemand schien angesichts von so viel Reichtum sonderlich aufgeregt zu sein. Ordo hatte, wie alle Klone, niemals Credits benötigt, bevor er Kamino verlassen hatte. Und selbst danach waren all seine Bedürfnisse vom Budget der großen Armee gedeckt worden. Und Männer wie Skirata entstammten einer genügsamen Kultur. Niemand war im Begriff loszurennen und sich eine Stallung voller Rennodopiendos zu kaufen oder eine Luxusjacht. Es war alles Redlini, nur für den Fall, ein Plan B, eine klassische Mando-Einstellung, immer für das Schlimmste gerüstet zu sein.
Das Vermögen garantierte eine Versicherung für Regentage. Es sollte für alles eingesetzt werden, was nötig wäre, um so viele Klone wie möglich umzusiedeln. Bis heute sind wir nur wir, Jajax Squad und Commander Levitt. Aber wir stehen noch am Anfang. Mehr werden kommen. Dann können wir uns es also leisten, eine Menge Loyalität zu kaufen, meinte Skirata. Mereel, glaubst du, dieser Gabe ist zuverlässig? Er hat mich noch nie hängen lassen, erwiderte Mereel. Er arbeitet zusammen mit einem Tektroiden namens TK0. Sie haben uns zu Kosai geführt, erinnerst du dich? Sie wissen, wer verkauft, wer ankauft, wer was wohin verschifft und wie viel davon. Also haben sie ein bisschen für uns gebuddelt. Und welchen besseren Weg gäbe es, das Imperium auszuspionieren, als über Versorgungsaufträge? Was wollen sie? Credits, wie jeder Söldner. Skirata brauchte nicht zu fragen, wie viel. Es war egal, solange es sich nicht um irgendetwas handelte, das die Aufmerksamkeit auf Kyrimurut lenkte. Da und Niner sind also bei der 501. Legion. Vaders Faust, am Scheps. Wer ist dieser Vader überhaupt? Hab nie von ihm gehört. Er ist Palpatines rechte Hand. Rotes Lichtschwert, sagt Tika. Oh, Sharp, noch ein Sith. Dieselbe alte Fehde. Warum vergrübeln sich die ganzen Sith und Jedi nicht auf irgendeinem Planeten, von dem noch nie jemand was gehört hat, und tragen's unter sich aus und lassen den Rest der Galaxis in Frieden? Skirata sah Yusik nicht an, nicht einmal um zu bemerken, dass Anwesende ausgenommen waren. Er schien den Gedanken, dass Yusik einmal ein Jedi gewesen war, gestrichen zu haben. Ordo fragte sich jedoch, wie Yusik sich selbst sah. Er machte niemals halbe Sachen. Ordo überlegte, ob Yusik sich vielleicht deshalb so sehr bemühte, ein Mando zu sein, um ein Schuldgefühl wegen seiner Vergangenheit als Jedi wieder gut zu machen. Er schien sich selbst wirklich neu zu finden. Sei's drum, Schwertschwingerrangeleien hin oder her, fuhr Mereel fort. Vader hat innerhalb der 501. eine spezielle Attentatseinheit aus ehemaligen Republic-Commandos und Arcs aufgestellt, die nur dazu da ist, Jedi, Deserteure und Sympathisanten zu jagen. Das sind dann wohl wir, meinte Yusik. Dafür wissen wir jetzt, wo da und einer stecken. Und es bleibt nur die Frage, wie wir sie einsammeln, oder? Skirata zuckte mit den Schultern. Das sollte nicht allzu schwierig sein. Nur leider haben wir nicht mehr die Freiheit zu kommen und zu gehen, wie wir das früher mal hatten. Wir sind der Feind. Und warum genau hält uns das auf? Fragte V. War doch nicht so, als hätte sie uns für alles, was wir getan haben, seinen Segen gegeben. Über die meisten Dinge wusste er nicht einmal Bescheid. Skirata las von seinem Datapad ab. Wenn wir herausbekommen, welche Missionen ihnen zugeteilt wurden, müssen wir vielleicht nicht einmal auf Coruscant landen. Nur auftauchen und Bescheid geben, dass ihr Taxi eingetroffen ist. Ich glaube nicht, dass mich das Imperium schon mal gesehen hat, meinte Prodi mit ausdruckslosem Gesicht. Oder Kong, was, Navot? Das Tolle daran, ein Klon zu sein, ist, dass es buchstäblich Millionen Verstecke gibt. Es schnappt dir die richtige Ausrüstung und kein Mischling wird irgendetwas merken. Sohn, weißt du, wie oft wir diese Nummer schon abgezogen haben? Fragte Skirata. Ja, weißt du, wie oft sie funktioniert hat? Kong betrachtete seine Fingernägel. Tja, das wird wieder so ein Problem, das sie sich selbst zuzuschreiben haben. Sie können uns keine DNA-Proben abnehmen, um zu beweisen, wer wir sind. Oder uns in eine Gegenüberstellung stecken. Naja, das könnten sie, warf Mereel ein, da wir Unterschiede entwickeln. Aber in Ordnung, begriffen. Skirata hielt sich nicht an die väterliche Predigt darüber, dass sie keine Risiken eingehen sollten. Dies war wahrscheinlich die unkomplizierteste Operation, die sie sich jemals vorgenommen hatten. Alles, was sie tun mussten, war, ihre verschollenen Brüder ausfindig zu machen und mit passender Transportmöglichkeit aufzukreuzen, keine Wachen umzulegen, keine Türen aufzusprengen, keine Feinde, durch die man sich kämpfen musste. Bis das Imperium mitbekam, dass da und einer fort waren, wären sie wohlbehalten zurück in Kyrimurut. Und Damen wäre wieder mit seinem Sohn vereint. Steht sonst noch was an? Fragte Skirata. Ja, was wollen wir wegen Chad Priest unternehmen? Fragte Yusik. Nicht, dass ich den Mann kennen würde, aber ihr tut es. Gilamar sah aus, als wolle er ausspucken. Er ist Hutun.
Ist mir egal, was für ein guter Soldat er ist. Er redet diese Überlegenheitsossig und solche Typen können wir auf Mandalore nicht brauchen. Caesar würde sowieso nie auf ihn hören, behauptet es Girata. Er ist zu clever. Jedermann weiß, dass Mandalore nie wieder ein galaktisches Imperium sein wird. Oh, Sharp, wir waren schon seit Jahrtausenden keine Großmacht mehr. Und das wollen wir auch nicht sein. Killamar war jetzt bei seinem Lieblingsthema und nicht mehr zu bremsen. Imperien sind von Tag 1 zum Untergang verdammt. Was auch immer passiert, ganz gleich, welch guten Start sie hinlegen. Sie werden zu groß und verderben. Sie fallen alle. Sie alle werden gestürzt. Das ist der Kreislauf der Natur. Wir sollten uns am Rand halten, in die Lücken vorstoßen, die die großen Jungs lassen. Völlig richtig, ertönte eine Stimme aus dem Türrahmen. Es war Ru. Darf ich reinkommen? Natürlich darfst du das, Adika. Skirata machte auf der Bank Platz für sie. Wir langweilen uns anscheinend. Wir streiten über Politik. Ich streite nicht, widersprach Killamar. Ich stelle nur klar, dass ich Dredd, wenn ich ihn treffe und er mit diesem bringt die gute alte Zeit zurück Müll anfängt, aufschlitze und seine verrückte Freundin gleich mit. Muss den ja nicht treffen, meinte Ordo, solange du nicht nach Keldabe gehst. Meint ihr nicht, es ist an der Zeit, für unsere eigenen Interessen zu kämpfen? Ru nahm den Becher aus den Händen ihres Vaters und spähte hinein, als wolle sie herauslesen, wie er sich schlug. Ich sage ja nicht, dass der Kerl recht hat, aber nach der Pfeife von jedem dahergelaufenen Aruiti zu tanzen und für sie zu sterben, klingt in meinen Ohren nicht sonderlich klug. Seht euch diesen Planeten an, das reinste Armenhaus. Nicht gerade viel in Anbetracht der Leben, die wir geopfert haben, um andere Regierungen zu schützen. Guter Punkt, meinte V. Du bist definitiv eine Skirata. Angesichts der Tatsache, dass kein Mando besonders viel auf biologische Abstammung gab, war es seltsam, das aus Vs Mund zu hören. Ihre Kultur fußte auf Adoption und verschwommenen Grenzen zwischen Nachwuchs und Anheirat. Er meint bloß, dass sie das Gleiche wie Kalbuir sagt. Das ist alles. Ordo nahm Ru genau unter die Lupe, denn er war sich immer noch nicht ganz sicher, was er von ihr halten sollte. Sie hatte im Handumdrehen die Rolle der pflichtbewussten Mando-Tochter übernommen, obwohl sie ihren Vater nicht mehr gesehen hatte, seit sie 5 war. Soweit es Ordo betraf, war sie eine Corellianerin wie ihre Aoetis Mutter. Gut, er wusste, das war nicht fair und auch nicht die Art, auf die Mandos die Dinge angingen. Sie hatte das gleiche Recht, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen wie Jussik. Das gleiche Recht, die Kienvetin zu beschreiten, die unberührten Schneefelder eines neuen Lebens. Beurteilt nur danach, was sie tat, von dem Punkt an, an dem sie sich als eine Mandoart einbrachte. Sie hatte nicht einmal darum gebeten, gerettet zu werden. Aber Ordo hatte an der Seite von Jussik gekämpft. Bardika hatte wieder und wieder sein Leben für die Klone aufs Spiel gesetzt. Er war jetzt ebenso sein Bruder wie Mereel. Bin ich eifersüchtig? Ist es das? Ich bin erwachsen. Ich bin ein verheirateter Mann. Ich bin zu alt, um auf neue Geschwister eifersüchtig zu sein. Ordo war in Kalenderjahren 13 Jahre alt und ging biologisch auf die 27 zu. Er wusste, dass er zu schnell groß geworden war, um sich manche Dinge auszutreiben oder sie überhaupt erst zu erfahren. Manchmal schmerzten die kleinen Dinge sehr viel mehr, als sie seinem Wissen nach hätten tun dürfen. Skirata konnte Ordos Stimmung genauso gut spüren wie ein Machtnutzer. Er stand auf und ging durch den Raum zu Ordo, um sich neben ihn zu setzen und über sein Haar zu streichen. Alles in Ordnung, Sohn. Bestens, Buir. Ich weiß, im Moment ist alles ein einziger Schlamassel. Aber das wird schon. Ich versprech's. Es war eine Lüge, denn Ordo wusste, dass sie wahrscheinlich den Rest ihres Lebens auf der Flucht sein würden, mit Prämien auf ihren Köpfen, ohne die Möglichkeit, auch nur einmal unachtsam zu sein. Kalbuir konnte schon nicht mehr zählen, wie viele Todesurteile auf ihn ausgestellt waren. Jetzt hing über ihnen allen eines. Aber viele Mandalorianer und auch andere lebten ihr Leben auf diese Weise und schienen zufrieden zu sein. Ordo beschloss, ebenfalls zufrieden damit zu sein. Was wollen wir wegen der Jedi unternehmen, wenn Utan mit Kinahar fertig ist? Fragte Ordo.
Früher oder später werden wir uns darum kümmern müssen. Skirata setzte sein Keine-Angst-Gesicht auf, das alles andere aussagte. Ich werde mir was einfallen lassen, Sohn, meinte er. Tu ich doch jedes Mal. Was immer er dabei im Kopf hatte, es würde nicht leicht werden und seinen Preis haben. Ordo würde dafür sorgen, dass ihn hier keiner zu zahlen hätte.